Ja, das Boyle-Mariotte-Gesetz, also auch jetzt hier in der Playlist für medizinische Physik zu finden, das wird so eine Sache. So eine Sache, weil ich muss es der Ehre halber sagen, ich habe jetzt hier mal so für die Praxis, ich habe das Ganze ganz stark verkürzt, für die Praxis, für die Technik, für die Medizin, für alles Mögliche, für die Taucher und, habe ich es der Ehre halber zusammengefasst aus den verschiedenen Erkenntnissen von Gay-Lussac, Amontons und Avogadro. Wichtig ist bei der ganzen Sache, der Druck multipliziert mit dem Volumen durch die absolute Temperatur, Vorsicht, die absolute in Kelvin, ist immer konstant. Kann man zusammenfassend sagen. Oder wenn es konstant ist, dann muss der eine Zustand gleich dem anderen Zustand sein. Mathematisch gesehen. Mathematisch ist es eigentlich ganz billig. Das Schicke ist bei der ganzen Sache, ich kann zum Beispiel drücke, wenn ich sie auf beiden Seiten in Hektopascal eingebe, ja, dann ist es so. Wenn ich auf beiden Seiten, immer auf beiden Seiten, in Bar arbeite oder in Pascal und ganz egal, funktioniert wunderbar. Ich muss bloß wirklich darauf achten, dass ich links und rechts immer die gleichen Einheiten habe. Und ganz wichtig, dass ich die absoluten Temperaturen habe. Typisches Beispiel, eine Gasflasche, eine kleine Gasflasche für einen Schweißer, 10 Liter Gasflasche, so ein kleines Ding. Ziemlich mobil, auch nicht schwer. Hat einen Druck noch von 21 Bar drauf. Normalerweise ist mehr drauf. So, und jetzt sage ich, okay. Insgesamt sind in diesen 10 Litern noch die 21 Bar Gas und die Flasche stand die ganze Zeit draußen irgendwo rum. Draußen sind 22 Grad, die Flasche hat 22 Grad Celsius angenommen und ich muss aber mit der absoluten Temperatur rechnen, also umrechnen plus 273 Kelvin, 0,15 jetzt mal weggelassen, das macht es dann nicht aus für die Praxis, sind 295 Kelvin. Wenn ich das Gas rauslasse, und zwar ein Bar muss es dann noch haben, denn wir haben ein Bar als eine Atmosphäre. Ich kann auch mit Atmosphären arbeiten oder Atü, also Atmosphärenüberdruck und so weiter. Gar kein Problem. Nur auf beiden Seiten immer das Gleiche erwarten und auch hinschreiben. Wenn ich das Gas also rauslasse, hat es noch ein Bar und es wird sich ein bisschen abgekühlt haben auf 18 Grad Celsius, also 291 Kelvin. Die ganze Sache ist eigentlich total billig. Ich gehe gar nicht mal lange drauf ein. Gesucht ist, wie viel Volumen entsteht dann insgesamt? Ich habe ja nur 10 Liter gehabt. Und wie viel Gas entsteht dann, wenn es sich entspannt hat? Also wenn es von 22 oder 21, was hatte ich gesagt? 21 Bar nur noch auf 1 Bar Druck runtergeht, dann muss es ja größer werden. Gut. Naja. Leute, ich werde hier, glaube ich, nochmal Links anfügen. Ich habe da schon zig Beispiele gerechnet. Ich wollte bloß nochmal den Praxisbezug herstellen, auch zur Medizin. So. Ich schreibe eiskalt die Formel hin. P1 mal V1 durch T1 ist P2 mal V2 durch T2 und stelle um. Weil ich suche ja V2. Das soll alleine stehen. Es stört durch T2, nämlich mal T2. Es stört mal P2, nämlich durch P2. Schreibe die ganze Sache links hin. Rechts hin brauche ich es nicht mehr. Das kürze ich dann eh weg. Ich glaube, ich werde hier auch nochmal den Link anfügen. Wer nicht mehr weiß, wie mit Gleichungen umgegangen wird. Und Peng. So, dann kommt Größen einsetzen, danach die Einheiten kürzen als Kontrolle. Ich setze die Größen ein, die ich kenne. Muss ich jetzt nicht sagen, könnt ihr nochmal nachgucken. Hier oben stehen sie. Ich habe aber extra mal die blauen hier hingeschrieben und dann gucke ich. Die Kelvin kürzen sich raus, die Bar kürzen sich raus. Wunderbar, es bleibt übrig Liter. Will ich ja haben, ist ein Volumen. Wenn ich dann alles in den Taschenrechner eintippe, dann kriege ich eine verrückte Zahl als Ergebnis. Für die Praxis reichen auch 207 Liter. Donnerwetter. Ist aber irgendwie logisch. Guckt mal, wenn ich praktisch den Druck um das rund 20-fache runternehme, dann müssen wohl aus dem Volumen rund das 20-fache werden. Und ist so. Wichtig ist, ich muss mit den absoluten Temperaturen arbeiten. Jetzt mal eine ganze Sache für Medizin. Ich war mal bei einer Untersuchung, da musste ich das Lungenvolumen messen, also nicht ich, der Arzt hat es gemessen, ich musste dann in so ein Ding reinpusten. Und ich habe das mal als blöde Skizze dargestellt. Das bin ich hier. Ich habe, naja, ich habe ein paar mehr Haare. Meine Lunge, da soll ich die Luft holen. Dann habe ich gepustet. Ich weiß nicht, ob 1,2 Liter stimmt. Irgend sowas. Ich habe also gepustet und der Arzt hat gemessen. Also Kolben war unten und dann hat sich der Kolben hochbewegt. Und die Differenz dazwischen waren 1,2 Liter. Beispiel. Der Druck im Glasgefäß, PGL habe ich es mal genannt, sind 1020 Hektopascal, also ein bisschen über Standarddruck. Und er hat auch die Temperatur dieser Luft gemessen, die da rauskam.
Denn unterwegs wurde sie ein bisschen gekühlt, waren 26 Grad Celsius. Und er hat meine Körpertemperatur gemessen und hat darauf geschlossen, dass in meiner Lunge wohl 28 Grad Celsius gewesen sein müssen. Können die. Die Ärzte haben Ahnung. So, und da ich ein kleines bisschen mehr gepustet habe, damit ich überhaupt den Kolben hochkriege, hat der Arzt gesagt, na, sie haben bestimmt ein kleines Hektopascalchen mehr Druck ausgeübt, sonst hätten sie den Kolben nicht hochgekriegt. Dementsprechend, ne, hier, 1020, 1021, bang. Jetzt wollte er wissen, wie ist denn das richtige Lungenvolumen? Jetzt nehmen wir an, der Arzt hätte Mist gemacht und hat gesagt, Moment mal, das tippe ich mal ein, machen wir heute gar nicht mehr, geht automatisch. Er hat sich die Formel vorgenommen, hat sie umgestellt und dann kam diese Formel raus, dann hat er sich gefreut und jetzt mache ich es mal absichtlich falsch, ich setze mal Grad Celsius ein. Nehmen wir an, der Arzt wäre so dämlich gewesen, ist er nicht. Ich tippe dann ein, komme auf 1,291 Liter. Das ist falsch, denn ich habe nicht mit Kelvin gearbeitet. Ja, könntet ihr jetzt sagen. Dann machen wir es doch richtig mit Kelvin, haben umgerechnet in Kelvin. Oh, na gut, okay, es kam nur 1,206 Liter raus. Ob, das bisschen, das ist doch nicht schlimm. Das stimmt, aber jetzt stellt euch diesen Kram mal, und das ist eine Art Hausaufgabe an euch. Stellt euch das mal vor, ihr würdet das mit Celsius machen. Macht's einfach mal. Ihr werdet sehen, der Unterschied ist frappierend. Sage ich gerne frappierend, denn ein Frappé ist etwas, was erstarrt ist. Man staunt und ist erstarrt über das Ergebnis. So, gut, lassen wir's. Wie gesagt, hier sind die ganze Zeit irgendwelche Links gewesen. Jetzt zum Schluss, während ich hier noch irgendwelchen frappierenden Kram erzähle, werde ich jetzt zum Schluss auch Links anbringen zu Playlist und Co. und zu den anderen Beispielen, technische Physik oder technische Mathematik, was auch immer. Da könnt ihr dann euch nochmal dumm und dämlich rechnen. Einfach mal aus Spaß. Tut nicht weh, wenn man es selber macht. Mathe muss durch die Hand, ist eine alte Erkenntnis. Also man muss es selber tun. Wenn man es nicht selber tut, nur angucken hilft nicht. Naja, was sage ich euch? Das wisst ihr ja. Also, ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.